Jo Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Und wir spielen immer noch Little Lara. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Aha. Sind das jetzt gerade... Wo ist die weiße Königin? Anspielungen auf... Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Ihrer anderen Abenteuer. Ach echt? Ich finde jetzt nicht, dass die mich angucken. Vielleicht habe ich auch nicht genau. Tierschädel, Omen des Todes und Symbol, wo ist die weiße Königin? Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Aha. Das sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Keine Ahnung, du kriegst keinen Hund. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Tja, hättest du mal in deinem Hebräischunterricht aufgepasst. Keine Ahnung. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? So. Das ist griechisch? Nein, persisch. Eine persische, die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. So. Die Flügel entfalten sich. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wo ist die weiße Königin? Ich denke, ihr habt's jetzt auch verstanden, oder? Ja, komm. Ab da. So, leider Gottes. Steht ihr jetzt aber im Weg. Ihr seid echt nur nutzlos. Gucken wir, ob ich recht behalte. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Nee, erzähl nicht, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Was meinst du wohl, warum ich das gemacht habe? Aber scheinbar muss ich da noch ein bisschen dran drehen. Weil es ist noch nicht ganz 100%. Also 100% steht das noch nicht. Richtig. Jetzt sag mir bitte nicht, ich habe die scheiß Statuen verdreht. Dass die jetzt wirklich falsch rumstehen. Sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Okay, wie willst du das machen? Ich muss die weiße Königin befreien. Ah, Moment. Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. So, das Problem ist... Guck mal, die kann ich hier zur Seite einfach schieben. So. Erstaunlich. Schick, haben wir geschafft. War jetzt auch nicht so schwierig. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Wird's erwischt, ne? Der Pfad sei dunkel
und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Mann, sehen die beide kacke aus. Blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ach Gott. Ja, ist klar. Davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Sie wird nicht besser. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Aha. Sind das Schweißperlen da oder? Guten Morgen. Das ist das Schweiß, denke ich. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Okay. Ja. Feindentdeckung. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Okay. Ah. Vorteile bei einer lautlosen Bewegung. Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Schick. Sehr cool. Was ist das? Sie können schneller klettern. Ja, okay. Das war ja das, wofür ich das Grab gemacht habe. Oh, Moment. Den gibt's gar nicht so. Aha. Stapelt sich mit Atem des Kaiman. Okay. Oh. Also ich muss die auch reparieren. Wo die Zwillinge sich finden. So. Ja, komm, mach mal hin. Volle Krücke. Oh, da drüben. Ressourcen müssen wir immer mitnehmen. Das ist das Wichtigste. Und komm.
Garantiert nicht, ey. Garantiert nicht. So, wo bin ich hier? Ah, sehr schön. Inzwischen kill ich die auch mit einmal. Oh. Ich muss da oben. Und weiter klettern bitte. Wird auch mal langsam Zeit, dass ich von diesem ganzen Rumgehüpfe wegkomme, dass ich mal Gegner kriege. Weil das ist, glaube ich, so der Tomb Raider Teil, wo ich am längsten wirklich keinen wirklichen Gegner hatte. Gut, den Leoparden. Leopard ist das, ne? Das war ein Leopard. Ach, ich weiß nicht, wie der Unterschied zwischen Leopard und Gepard ist. Ist aber auch nicht tragisch. Das komische Viech, was mich angeknuspert hat. Und irgendwie trotzdem kein Teil von Lara fehlt. Der hat ja irgendwie 5-6 Mal hat er zubeißen können, aber... irgendwie ist Lara noch ganz. Einfach so, tschack! Messer durch. Zwillinge sich finden. Da müssen wir hin. Nee. Aha. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Ich würde vorsichtig sein. Ja, Scheiße, voll. Trinity, runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die Augen nachsehen. Offen. Ich mach schon. Okay. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach Okay, die dürfen mich. Ich darf da überhaupt nicht raus. Gut, ich wollte nämlich rüber und looten. Das Spiel crasht! Ich glaub's nicht! Ich glaub's ja nicht, so eine Scheiße! Das Spiel ist gecrashed. Okay. Toll. Kann aber nicht so lange her sein, dass das da gespeichert hat. Eigentlich nicht. Warum ist eigentlich nicht mein Hintergrund jetzt gerade? Jetzt sieht man mich mal groß. So. Zack, zack. Eigentlich sollte mein Hintergrund aufploppen bei sowas, aber... Scheinbar nicht. So, gucken wir mal. Also, man muss dazu sagen, das Spiel ist jetzt schon eine ganze Weile draußen. Wir haben Dienstag. Und eigentlich hätte ich jetzt erwartet, spätestens hier. Also, sowas wie der Glitch mit Jonas Bruder, Zwillingsbruder. Das ist halt lustig, passiert ja nichts. Aber
dass, dass das Spiel crasht, wenn man stirbt. Ich mach schon. Ist wohl schon länger klar. Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Er ist ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Zack. Das hat keiner gehört, wa? Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sammy? Ich muss herausfinden, was hier vorgeht. Ja. Okay. Da drüben! Shit, hat mich einer gesehen? Okay. Erst mal looten. Auf Flucht. Die Leichen sind despawned. Im Übrigen, im echten Leben funktioniert das genauso. Leichen despawnen einfach, wenn man sie liegen lässt. Außer in den Spielen, wo es einen Graveyard Keeper gibt. Da leider nicht. Sturmgewehr. Nimm mit. Oh nein, das kannst du dir abschminken. Und du kannst dir das abschminken. Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Und das Sturmgewehr direkt mit. Hoffentlich waren das die letzten. Moment, ich krieg zwei Waffen direkt auf einen Schlag. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Das ist aber echt nett. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Familie, das Geschäft. Alles aber voll. Ich kann nicht Dinge mehr tragen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Mhm. Okay. So. Es ist... Das war's. Ja. Ist immer noch die gleiche... Die gleiche Möglichkeit, das Ding herzustellen wie bei den anderen Spielen. Hübsch. Vier Stück. Ja, eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wissen wir's. Ja. Denke ich auch. Zwillinge haben meistens so die Eigenschaft, dass sie sich ähnlich aussehen. Da unten sind Leute.
hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Carlos. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Danke. Aha. Tja. Wieder der Kaktus-Nops. Sieht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Aha. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Oh Gott. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar. Doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir nur einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Außerdem, viel Spaß. Die Peruanerin... Oh. Steht auf dich, glaube ich. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Shadow of the Tomb Raider. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.